Hallo, ich bin Friedrich Röhgen, Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung. Und wer in diesen Tagen einen Eisbeutel in die Hand nimmt, der macht bei der Ice Bucket Challenge mit. Wir machen das hier ab heute natürlich mit einer eigenen Mainzer Aktion. Eine Aktion zugunsten der Obdachlosenhilfe, der Pfarrerlandvogthilfe oben auf der Zitadelle in Mainz. Alle, die mitmachen, spenden 100 Euro, die kneifen ohnehin. Los geht's. Wow. Ich nominiere als nächstes Oberbürgermeister Michael Ebling und Sven Hieronymus. Und ganz wichtig, bei uns kann jeder mitmachen, der mitmachen will, 100 Euro für die Obdachlosenhilfe spendet, Pfarrerlandvogthilfe. Tschüss.